Hey Lieben, ich wollte eigentlich erst morgen mit einem neuen Vlog anfangen. Ich habe bis vorgestern mein Weekly Reading gemacht und dieses Weekly Reading war katastrophal. Nicht, dass ich erst nur die Dateien alle gelöscht habe, die ich gedreht hatte. Nein, dann habe ich immer vergessen zu drehen und ich glaube, ich habe insgesamt nur 3 Tage jetzt gefilmt in dem Weekly Reading. Es war einfach katastrophal. Ich muss mir das dann überhaupt erst mal alles angucken, was ich da fabriziert habe, ob ich da überhaupt ein Video draus machen kann. Also ja, war nicht schön. Naja, egal. Das wird jetzt ein ganz normaler Vlog. Das heißt, wenn ich hier nicht ganz so viel quatsche, ist das nicht so schlimm. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich morgen erst anfangen, richtig zu vloggen, weil ich heute eigentlich auch nichts mache. Außer heute Abend, da gehe ich mit Schatzi ins Kino. Wir gucken heute Abend den neuen Avengers-Film. Oh, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon so mega auf den Film. Und ja, das machen wir heute Abend. Und ansonsten mache ich heute den ganzen Tag nichts. Ich hänge hier nur so zu Hause rum. Also es ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube so 2:30, um 3. Und ich habe bisher Hausputz gemacht. Ich habe mit Milo gespielt. Halt so das Übliche, was man am Wochenende tut an einem Samstag. Und ja, die Post war gerade da und ich habe zum einen das hier bekommen und dann noch, oh Gott, das hier. Und hier weiß ich, was drin ist, weil hier vorne ein Aufkleber drauf ist. Aber in dem anderen Paket, das ist vom HarperCollins Verlag, habe ich keine Ahnung, was drin ist. Und deswegen dachte ich mir, wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. Ich habe gestern vom Verlag eine E-Mail bekommen, wo man sich für solche Boxen bewerben konnte. Und das habe ich gestern auch gemacht. Weil ich dieses Buch recht cool fand. Ich glaube, ich habe es in meinem Neuerscheinungsvideo total vergessen, dieses Buch. Naja, egal. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mich für so eine Box beworben und heute kam die an. Und ich dachte mir nur so, hä? Ja, ich denke mal, die haben die Box mir vorher schon zugeschickt, weil ich glaube kaum, dass ich mich, wenn ich mich gestern bewerbe, heute schon die Box im Briefkasten quasi habe auf gut Deutsch. Deswegen gehe ich von aus, dass sie mir die vorher schon zugeschickt haben. Und ja, wie gesagt, wir gucken uns das jetzt mal zusammen an, was da so drin ist. Und ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt gerade mache. Milo liegt hier wieder mal bei mir rum. Ich würde sagen, ich baue mal die Kamera so, dass ihr was sehen könnt. Und dann packen wir das Ganze mal zusammen aus. Ich freue mich schon. Ach so, mal nebenbei noch bemerkt, ich gucke auf Netflix gerade Auslöschung, diesen Film mit Natalie Portman. Boah, ist der krank. Boah, ist so krank, der Film. Alter Falter, aber ist gut. Ich gucke dann gleich weiter, aber wir packen jetzt erstmal aus. Ja, es ist auch noch zugeklebt. Okay. Gott, ist das 150 mal eingepackt. Das sind die beiden Bücher, die ich angefragt habe. Oh, das ging aber schnell. Oh, es ist so beautiful. So beautiful. Musste ich mich kurz umsetzen, damit ich das besser filmen kann, das auspacken. Und jetzt liegt Milo auf meinem Platz, wo ich eben saß. Naja, egal. Ja, fangen wir mit dem ersten Paket an. Das war ja diese Buchbox von Vicious Love. Und da war das hier drin. Das ist so ein Plastikding kaputtes. Das ist bestimmt so ein Puzzle. Schau mal hier. Was halt zerbrochen ist, was man wieder zusammen basteln muss. Crazy. Das werde ich doch dann gleich mal noch basteln. Ansonsten war in der Buchbox, wie gesagt, abgesehen von diesem krassen Plastikpuzzle, war halt noch das Buch drinne. Wishes of Love, das ist der erste Teil der Sinners of Saint-Reihe. Ich finde, dieses Buch klang einfach richtig gut. Ich habe es in meinem Neuerscheinungsvideo tatsächlich vergessen. Ich vergesse so oft Bücher in meinen Neuerscheinungsvideos, obwohl ich die eigentlich auch angefragt habe. Ich bin manchmal echt dumm, naja, egal. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall voll drauf. Oh, ich freue mich so. Ich finde das voll cool, dass der Verlag mir das zugeschickt hat. Hihihi. Dann habe ich noch 2 Bücher beim HarperCollins Verlag angefragt. Und ich habe mich so gefreut, dass die jetzt auch schon da sind. Ich habe noch gar nicht damit gerechnet, denn das Buch hier habe ich auch vor 2 Tagen erst angefragt. Das ist Du bist mein Verlangen von Alexa Riley. Das habe ich in meinem Neuerscheinungsvideo auf jeden Fall erwähnt, dieses Buch. Und ich fand, das klang einfach ganz, ganz toll, weil das so ein bisschen was von
ja, Stalking auch hat und dieser Typ scheint ein bisschen von unserer Protagonistin besessen zu sein. Und ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das werden wir jetzt, denke ich, mal herausfinden in diesem Buch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und werde euch dann natürlich auch hier gleich berichten, wie es mir gefallen hat. Und ich sehe, meine Haare sind heute, naja, katastrophal. Ich wollte halt eigentlich heute auch nichts drehen. Ja, aber da freue ich mich auch schon sehr drauf auf Du bist mein Verlangen von Alexa Wright. Und dann habt ihr ja gerade schon gesehen, ist das Schätzchen eingezogen, auf was ich mich schon seit Monaten freue. Immerwelt von Gina Showalter. Oh, dieses Cover, ne? Ich liebe dieses Cover und ich spiegel mich in der Folie hier. Moa, ist das schön. Ich finde dieses Cover einfach wunder, wunder, wunderschön. Und Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und Sarah J. Maas schreibt, vollkommen einzigartig und absolut fesselnd. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Was für eine wunderbar krasse Welt. Und wenn das Sarah J. Maas schreibt, ne? I'm so happy. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich schon so auf dieses Buch. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich bin so happy. Und dieses Cover so schön. Ich raste hier gerade völlig aus. Tut mir leid. Ja, also, ja, mehr wollte ich eigentlich jetzt euch gar nicht zeigen. Also ich wollte eigentlich nur kurz auspacken mit euch. Und ja, ich hatte es in meinem Weekly Reading auch schon erwähnt, dass es den dritten Teil von Grisha jetzt wieder zu kaufen gibt. In einer kleinen, geringen Auflage. Und ich gucke schon seit gestern eigentlich im Stundentakt auf die Seite vom Carlsen Verlag, ob es das Buch jetzt zu kaufen gibt. Denn wie gesagt, Schatzi hat es mir zwar für teures Geld ersteigert, aber ich möchte es gern, wenn ich die Möglichkeit habe, es nochmal neu zu kaufen, es neu kaufen nochmal. Ich weiß, es ist total bekloppt und bescheuert, aber ihr Buchnerds da draußen, ihr werdet mich verstehen. Und ja, aber es gibt dieses Buch einfach immer noch nicht. Ich werde bald wahnsinnig. Ich habe Angst, wenn ich jetzt dann mal 3 Stunden nicht reingucke und dann gab es das Buch und dann ist es alles ausverkauft, weil ich werde ja nicht die Einzige sein, die darauf wartet. Ich habe ja auch schon ein paar von euch, haben mir auch schon auf Instagram und so geschrieben, so, es gibt das Buch wieder, oh mein Gott, hier, du wolltest es doch haben. Und ich denke so, geil. Ja. Also ich werde wahrscheinlich nicht die Einzige sein, die da drauf schon sehr gehypt ist. Und deswegen habe ich Angst, dass ich da keins mehr kriege. Naja, egal. Ich freue mich jetzt über meine Bücher und werde jetzt erstmal Auslöschung fertig gucken. Die sind total abgefahrenen Film hier. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch dann ab jetzt wieder mit die ganze Woche, denn ich habe wieder Urlaub. Eigentlich sollte der Urlaub erst Ende des Monats stattfinden, also in der letzten Maiwoche, wo Pfingsten ist. Das ging aber nicht, weil mein Kollege der Urlaub hat und der wegfahren möchte. Und es konnte nur einer von uns beiden Urlaub nehmen. Und da er in Urlaub fahren wollte, habe ich gesagt, gut, dann nehme ich meinen Urlaub wieder raus und dann mache ich ihn halt Anfang Mai. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon wieder Urlaub deswegen und ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu labern und so, da ist mir doch gerade in der Verabschiedung der Akku abgekackt. Ich wollte auf jeden Fall nur sagen, deswegen habe ich jetzt wieder Urlaub und ich melde mich später nochmal. Bis dann, ciao.
Charlie, ihr Lieben. Ja, ich wollte mich auch mal wieder melden. Ich glaube, ich habe mich, seitdem ich mit diesem Vlog angefangen habe, noch gar nicht wieder gemeldet irgendwie. Und das hat auch seinen Grund, denn mich hat es am Sonntag komplett umgehauen. Also wir waren ja Sonntagabend noch bei Jenny grillen, das habt ihr ja gesehen. Und ich habe dann Sonntagabend noch gemerkt, wie mein Hals zugegangen ist und wie meine Nase verstopfte. Und das war's dann. Dann war die Erkältung komplett wieder da und hat mich nochmal so komplett heimgesucht. Und es ging dann am Montag noch, also ich war dann am Montag auch mit Jenny noch in der Stadt, wir waren nochmal im Hugenlubel, einen Kaffee trinken und dann abends auch noch im Kino. Das hat auch alles soweit gepasst, aber gestern ging es mir dann richtig, richtig scheiße. Da habe ich dann auch, glaube ich, nicht wirklich viel gefilmt. Ich glaube, ich habe so ein bisschen was gefilmt, aber nicht wirklich viel. Ich hatte auch nicht wirklich Bock da dazu und ich habe gestern auch nichts gemacht, außer hier rumzuliegen. Und ich bin immer noch erkältet, also mir geht es heute aber schon wieder besser, aber ihr hört es ja sicherlich noch, dass ich immer noch so ein bisschen Nase zu habe und alles. Und ja, ich habe mich dann jetzt trotzdem gerade aufgerafft und habe jetzt erstmal gedacht, nee, du musst jetzt erstmal drehen, sonst kommt nämlich morgen und am Sonntag kein Video und das zerschießt mir meinen ganzen Drehplan. Und deswegen habe ich jetzt gedreht und ich werde dann gleich noch schneiden und ich dachte mir, ich melde mich einfach nochmal kurz und sage euch kurz halt, was passiert ist bei mir so die letzten Tage. Und ja, ich hoffe, dass es dann jetzt wieder bergauf geht und ich das Schlimmste überstanden habe. Ja, was ist bei mir passiert? Ich war am Samstag ja mit Schatzi im Kino. Wir haben Avengers geguckt, Infinity War. War mega der Film. So mega gut. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Schaut diesen Film, er ist so gut. Das Ende ist so schockierend. Das ganze Kino war totenstill. Also ich habe das auch noch nie erlebt. Niki hat mir das auch erzählt. Die war auch am Samstag im Kino. Und es war eine ganz Stille am Ende von dem Film. So was habe ich noch nicht erlebt. Normalerweise quatscht ja dann immer irgendwer und dann fangen die ersten an rauszugehen. Aber nein, dieser Film war vorbei und das ganze Kino blieb einfach erstmal sitzen und es war Totenstille. Weil alle diesen Schock am Ende von diesem Film erstmal verdauen mussten und das war so krass. Also schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. So mega krass. Und ich muss ja auch sagen, dass ich bei dem Film nach den ersten 5 Minuten schon total geschockt war. Also ja, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Am Montag, wie gesagt, war ich ja dann mit Jenny in A Quiet Place. War auch richtig gut, der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich war nur mit dem Ende nicht so 100% fein, weil das so ein offenes Ende ist. Das ist kein abgeschlossenes Ende, sondern so ein richtig offenes Ende. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten fand ich den Film auch mega. Aber wir hatten definitiv das falsche Food mit im Kino bei A Quiet Place. Wir hatten Chips mit. Und Erdnussflips. Und dieser Film war so leise, ne, weil die an diesem Film auch kein Geräusch machen dürften. Dadurch war dieser ganze Film auch mega leise. Und immer wenn du dir einen Chip oder einen Erdnussflip genommen hast, das war so mega laut. Und immer wenn dann Musik kam, habe ich dann die Tüte gekrapscht und habe mir den ganzen Mund voll gestopft, dass ich schnell was essen konnte an Chips. Aber das ist schon irgendwie unangenehm, wenn du dann so die ganze Zeit im Kino diese lauten Geräusche machst. Deswegen habe ich dann mir immer nur schnell was im Mund gesteckt, wenn da Musik kam. Ja, so bin ich mit meinen Mitmenschen. Ich bin total sozial. ja. Ansonsten war ich ja vorher mit Jenny noch im Hugendubel und noch einen Kaffee trinken. Ich habe mir im Hugendubel auch 4 Bücher gekauft. Die kann ich euch ja mal zeigen. Die liegen nämlich gerade noch hier, weil ich ja gerade eben meine Neuzugänge gedreht habe. Und zwar habe ich mir einmal gekauft Showdown im Zombieland von Gina Showalter. Das ist der 3. Teil dieser Reihe. Da habe ich extra nochmal geguckt, dass es auch der 3. ist. Weil ich ja bei den 1. und den 2. Teil mit den 9 Covern im Taschenbuchformat. Aber der 3. und 4., die werden nicht mit den 9 Covern im Taschenbuchformat nochmal kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, musste jetzt halt die alten kaufen. Und da hatten sie das Buch für 3,99 €. Das musste ich mitnehmen. Ja, also das habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir gekauft Sommerzauber wider Willen. Das ist, ich glaube, diese Reihe heißt Briar Creek oder so. Und ja, von dieser Reihe wollte ich schon immer mal ein Buch lesen. Und jetzt haben sie halt das hier für 3,99 €. Und es klang auch ganz süß. Und deswegen habe ich es mir noch mitgenommen. Dann habe ich mir noch ein Adult-Buch mitgenommen. Und zwar Wild, Atemlos vor Glück von Sophie Jordan. Und auch das klang eigentlich ganz cool. So nach einer typischen New Adult-College-Geschichte. Ich muss sagen, ich das Cover nicht so cool fand. Und ja, das habe ich noch gekauft. Und dann habe ich mir noch gekauft Size 2 von Neil Schusterman. Ich habe den 1. Teil ja da, aber noch nicht gelesen, aber ich finde das Cover einfach so wunderschön und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mir Size gefällt. Ich mochte ja auch Vollendet von Neil Schusterman schon sehr und ja, deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass mir Size gefällt und deswegen habe ich jetzt einfach den 2. Teil schon mal gekauft und ja, das waren die 4 Bücher, die ich geshoppt habe. Wie gesagt, gestern habe ich den ganzen Tag hier nur rumgegammelt und nichts gemacht. Ich habe gelesen.
Ich habe mit Verliere mich nicht von Laura Kneidel angefangen. Wartet mal, das liegt doch hier auch noch irgendwo rum. Mit dem hier, da habe ich so die ersten 110 Seiten gelesen. Und ich muss sagen, ich bin gut wieder in die Geschichte reingekommen. Und ich muss auch sagen, dass mir das vom Tempo her in diesem Buch besser gefällt wie der erste. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Buch hier hat so ein bisschen mehr Fahrt am Anfang gleich wieder aufgenommen wie der erste Teil. Der erste Teil hat ja relativ lange gebraucht, der da so in Schwung gekommen ist. Und das fand ich ja damals irgendwie doof und das fand ich nicht so cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit unserer Protagonistin jetzt passiert. Und werde dann gucken, dass ich heute Abend vielleicht dann noch ein bisschen weiterlese. Mal gucken, denn ich muss ja jetzt erstmal gleich ran an den Rechner und die zwei Videos schneiden, dass ihr morgen und Sonntag auch ein Video bekommt. Und ja, ansonsten habe ich mir heute endlich noch den dritten Teil von Grisha gekauft. Juhey, er war heute endlich im Carlsen Shop verfügbar und habe ich ihn mir gleich bestellt. Ich hatte es ja in meinem Weekly Reading bereits erzählt, das war ja der Fail des Jahres. Ne? Mein Freund bestellt mir nach anderthalb Jahren für mega teures Geld dieses Buch und dann sagt der Verlag jetzt, hallo, wir machen noch mal eine Neuauflage. Und ich denke mir so, hättet ihr das nicht anderthalb Wochen vorher verkünden können, dann hätte ich mir diese über 100 Euro gespart, die mein Freund da ausgegeben hat. Verdammt. Aber ich habe es mir jetzt trotzdem nochmal bestellt, weil Schatzi hat mir eine Bibliotheksausgabe bestellt und das wusste er ja nicht. Er hat das, es stand in der Beschreibung drin von dem Buch, aber er hat es nicht gesehen. Naja, Männer eben. Und deswegen habe ich es mir jetzt definitiv nochmal bestellt. Also das Buch, was er mir jetzt gestellt hat, das bekommt dann einen Ehrenplatz, wenn ich irgendwann mal meine richtigen Bücherregale an der Wand habe. Das entscheidet sich jetzt aber aus dem Juni, ob Schatzi die noch anbohrt. Denn wir wollen umziehen mal wieder. Also eigentlich wollten wir ja damals schon in eine größere Wohnung umziehen. Und diese Wohnung hier war ja eigentlich nur eine Notlösung, weil wir ja damals aus der alten Wohnung sehr, sehr schnell raus wollten. Weil wir ja mit den Nachbarn nicht mehr klargekommen sind. Und das ging ja gar nicht mehr mit denen. Die haben sich ja benommen wie, naja, reden wir nicht mehr darüber. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte, das erste Grisha-Buch. Ich habe dann ein Regal dabei, wo du ein Buch quasi nicht so drauflegen kannst, wo du das dann so reinstecken kannst und das steht dann mit der Front quasi nach vorne an der Wand und da habe ich mir überlegt, das werde ich dann mit dem ersten Grisha-Buch machen, dass das dann einen Ehrenplatz hat und ich es dann immer bewundern kann für das teure Geld und ja, kaufe es mir jetzt aber trotzdem nochmal. Also ich habe es heute nochmal bestellt, da freue ich mich schon drauf und ja, ansonsten warte ich heute jetzt noch auf die Post, denn ich habe mir ein Buch bestellt auf Englisch. Ich hatte ja gesagt, dass ich unbedingt wissen möchte, wie es mit der Heartbreakers-Reihe weitergeht von Gina Showalter. Also habe ich mir den vierten Teil tatsächlich auf Englisch bestellt. Der müsste heute ankommen und ich bin so gespannt, ob das was wird mit mir und diesem Buch. Ich werde wahrscheinlich 100 Jahre dafür brauchen, aber ich will diese Geschichte lesen und ich bin hochmotiviert. Ich habe gestern einen Kommentar gekriegt, oder heute früh, ich weiß es nicht mehr, von, ich glaube, wer war es nun? War es Stella? Ich weiß nicht mehr, wer mir den Kommentar geschrieben hat. Auf jeden Fall habe ich einen Kommentar bekommen mit so, dass eigentlich der Schreibstil her ganz einfach ist und dass es für einen Einsteiger in Englisch zu lesen Buch ganz gut geeignet ist. Das macht mir jetzt Hoffnung, dass ich es hinkriege. Sollte ich es dann aber nicht hinkriegen, komme ich mir doof vor. Naja, egal. Wir versuchen das Ganze jetzt. Auf jeden Fall, das Buch kommt heute. Dann kommt noch das Geburtstagsgeschenk für Niki heute. Aber die weiß schon, was sie kriegt, also von daher ist es egal. Und ich habe mir ein Lavalier-Mikrofon bestellt. Also das ist so ein, was du dir so anklippst, Mikro. Und ja, das habe ich mir noch mitbestellt, aber das kommt, glaube ich, erst morgen. Da bin ich schon so gespannt drauf, ne? Ich wollte jetzt dieses, ich überlege seit Monaten, ob ich mir dieses Mikrofon kaufen sollte oder nicht. Es ist jetzt auch nicht so monströs teuer, das kostet so 22 Euro. Aber ich habe halt immer mit mir gerungen, brauchst du das wirklich oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ey, du bist bescheuert. Du zuckst nicht bei einem Buch für 20 Euro, das Geld auszugeben, aber überlegst seit 6 Monaten, ob du für 20 Euro dir dieses Mikro kaufst. Und deswegen habe ich es mir jetzt einfach gekauft. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, denn dann kann ich die Kamera auch mal ein bisschen weiter weg von mir stellen und muss sie nicht immer quasi vor mein Gesicht klemmen. Dann habt ihr nämlich auch so cooleren Ton. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das muss ich aber erstmal alles ausprobieren, ob ich das hinkriege und ob das klappt, weil das muss ich dann mit einer App alles aufnehmen und dann muss ich die Tonspur separat von der Bildspur machen und das ist alles so ein bisschen eine Frickelarbeit. Und dann muss ich erstmal gucken, wie ich zurechtkomme und ob ich da dauerhaft Bock drauf habe. Und ja, auf jeden Fall habe ich diese 20 Euro jetzt investiert und ich bin schon sehr gespannt auf das Teil. Das kommt halt auf jeden Fall noch und dann die zwei Bücher und dann kommt für Schatzi noch was, für seinen Anzug. Und ich glaube, das war es auch, was heute kommt. Ach nee, Schatzi, seine DVD-Box kommt, nee, Blu-ray-Box kommt heute noch. Die hat nämlich die James Bond Collection im Angebot bei Amazon und da mussten wir jetzt zuschlagen.
Also die kommt heute rein, tue ich auch noch. Dann ist mein Schatzi glücklich, weil dann hat er endlich seine James Bond Collection, die er seit 2 Jahren haben möchte. Männer und James Bond, ich weiß nicht, seid ihr James Bond Fan? Ich als Frau kann dem Ganzen irgendwie nicht so viel abgewinnen. Ich gucke es mir halt mal mit an, wenn es halt mal mitkommt, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich finde die cool. Also ich muss ehrlicherweise sagen, da finde ich die mit Daniel Craig, die James Bond Filme, die letzten, immer noch am besten so für mich mit. Also Skyfall fand ich richtig gut, der hat mir gut gefallen. Also da war ich damals auch mit im Kino, aber Spectre war jetzt auch nicht so meins. Aber ja, James Bond ist, glaube ich, da scheiden sich die Geister als Frau. Also ne? Ich glaube, manche Frauen mögen das und manche nicht. Ich glaube, Männer finden das prinzipiell irgendwie cool, aber naja, lassen wir das. Wir wollen jetzt hier nicht über James Bond schwafeln. Ja, auf jeden Fall, das kommt halt alles noch mit der Post, deswegen warte ich da schon die ganze Zeit drauf. Und jetzt werde ich erstmal hier wieder mein Chaos beseitigen und dann schneiden. Und ja, schauen wir mal. Wenn die Post heute noch kommt und mir das alles bringt, kann ich euch ja nochmal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Muhaha, zumindest die Bücher. Muhaha. Ich freue mich. So, und jetzt höre ich auf, euch zuzukauen. Das ist schon wieder viel zu viel und viel zu lang. Und ich würde sagen, bis später. So, ihr Lieben, ja, ich habe mein Ansteckmikrofon gerade bekommen hier und ich wollte das jetzt natürlich gleich mal ausprobieren, wie das halt immer so ist, wenn man neue Sachen bekommt. Ich habe keine Ahnung, ob die Haare hier stören oder nicht oder wie oder was und wie nah ich das anstecken muss und die Entfernung. Okay, also wir testen das jetzt einfach mal. Auf jeden Fall kam meine Amazon-Bestellung gerade und da ja 2 Bücher da drin sind, dachte ich mir, wir testen das Ganze einfach mal aus und ich zeige euch, was da drin ist. Und ich habe das Paket gerade schon mal aufgemacht. Das Mikrofon, wow, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Das Mikrofon war in einem anderen Paket, deswegen habe ich das jetzt hier noch nicht weiter aufgemacht. Gucken wir mal, was hier drin ist. Polstermaterial, tada. Ja, dann haben wir hier, oh Gott, oh, für Schatzi, einmal die James Bond Collection. Mit allen Filmen inklusive Spectre, also sind jetzt wirklich alle da, auch der komplett letzte neue. Da freut sich Schatzi bestimmt, wenn er das heute Abend sieht, dass er Spectre jetzt hat, dass er die James Bond Collection jetzt hat. Und es gab insgesamt 6 Bonds, gucke an. Aha, okay, ich muss sagen, diesen einen kenne ich ja gar nicht hier. Naja, egal, also James Bond Collection kam. So, und dann kamen noch meine 2 Bücher. Die nehme ich mal raus. Ich schmeiß den Karton jetzt einfach mal runter. Ja, das eine Buch ist ja Niki ihr Geburtstagsgeschenk. Das zeige ich euch jetzt einfach mal, weil wenn das Video online geht, ist ihr Geburtstag schon vorbei. Und zwar bekommt sie von mir Engelsgift. Das ist der 10. Teil der Gilde der Jäger. Den hat sie noch nicht. Und ja, den bekommt sie jetzt von mir. Und ich habe mir bestellt Gina Showalter, Can't Hardly Breathe, der 4. Teil der Heartbreakers-Reihe. Wenn ich das hier hinten schon hinten drauf schon lese. Also ich muss echt mal sagen, zu diesem Buch, ich finde das Cover immer mega hässlich. Ne? Also ich muss sagen, generell englische und amerikanische Cover sind ja sowas von mega hässlich. Ja, Can't Hardly Breathe ist jetzt bei mir eingezogen. Und auch dieses Buchformat, wie klein dieses Buch ist, bitte. Schaut euch das mal an. Das ist ein deutsches Taschenbuch, ja. Und das ist ein englisches. Also,
Das ist schon, ne, um einiges kleiner. Aber sehr handlich. Kann man auf jeden Fall gut in der Hand haben. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Und was ist hier denn noch drin? Oh mein Gott, hier klebt was drin. Das würden hier, also sowas würden sich die Deutschen ja auch nicht wagen, ne? Hier einfach so einen Scheiß in das Buch zu kleben mit irgendwas. Hier, guckt euch das mal an. Würde in Deutschland nie passieren, da würden sie alle auf die Barrikaden gehen. Ich befürchte auch, dass ich diesen Buchrücken brechen werde beim Lesen, weil diese Buchseiten, ne, die sind auch so. Oh, ich mag echt englische Bücher von der Qualität her so überhaupt nicht. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Naja, wir werden sehen. Mal gucken, wie ich mit diesem Buch vorwärts komme. Ich bin gespannt. Eine Sache ist noch gekommen im Amazon-Paket und zwar das Einstecktuch für Schatzis Anzug. Das hole ich jetzt aber nicht raus. Das bleibt geheim, wie das Ganze aussieht. Und ja, das war so in dem Paket und ich werde jetzt mal gucken, wie ich das mit diesem Abschnitt, den ich jetzt gerade gefilmt habe und dem Mikro konform gehe. Also ich bin gespannt, ob ihr diesen Tonunterschied jetzt merken werdet. Von Kamera zu aufgenommen hier Mikro. Ich bin gespannt. Und ja, werde mich jetzt dran setzen und schneiden. Ich bin nämlich bald mit Annika verabredet, aber ich glaube, vorher muss ich mit Meinung noch mal raus. Und ja, so viel dazu. Ich würde sagen, bis später. Ihr Lieben, ich wollte mich auch noch mal ganz kurz melden und mich von diesem Vlog verabschieden. Ich bin gesundheitlich immer noch ein bisschen angeschlagen, aber es geht mir schon besser. Aber irgendwie ist meine Nase immer noch zu. Naja, egal. Ich habe heute gedreht und habe jetzt die Videos gerade fertig geschnitten. Jetzt laden die gerade hoch für nächsten Dienstag und Donnerstag. Jetzt muss ich mir gleich die Bücherregaltür noch mal angucken, wie die geworden ist, ob das was geworden ist. Und notfalls muss ich hier halt noch mal drehen. Und ich habe Hunger. Ich warte auf die Pizza. Die kommt aber erst in einer halben Stunde. Wir haben die erst für 7:30 bestellt, heute Mittag schon. Und ja, ich habe Hunger. Ansonsten habe ich die letzten Tage auch nicht viel gemacht. Ich war ja krank und da ging es mir jetzt auch nicht so prall. Ich habe am Donnerstag war ich mit meiner Trauzeugin, waren wir bei der Location nochmal und haben uns die Location nochmal angeguckt und haben nochmal mit der Chefin gesprochen. Und ich habe jetzt die Deko und den ganzen Kram schon mal so weit bestellt, was wir alles noch brauchen. Es kam heute alles. Ich glaube, unsere Postfrau, die mag uns nicht mehr. Ich habe 7 Pakete für sie. Ich sage, ja, tut mir leid. Ja, egal, so ist das halt. Ja, dann kam das heute alles und ich habe auch die Versandbestätigung für Grisha bekommen. Ich hatte ja gehofft, dass das heute vielleicht noch mitkommt, aber. Naja, shit happens, kam leider nicht mehr mit. Kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Total krass, ich habe schon mehrere Kommentare gekriegt von Leuten, die das sich noch bestellen wollten, weil es noch verfügbar war. Und dann die E-Mail gekriegt haben, dass es eben nicht mehr verfügbar ist bis Juni und sie es dann im Juni geliefert kriegen. Also heftig. Also muss ja das, was der Verlag nachgedruckt hat, schon nach ein paar Tagen gleich wieder ausverkauft gewesen sein. Also ja. Ich meine, bei dem Buch kein Wunder, es gibt so viele Leute, die dieses Buch einfach noch haben wollten. Und ja, ich freue mich, wenn es dann nächste Woche kommt. Ich hoffe, dass es nächste Woche kommt. Und
Ansonsten habe ich, wie gesagt, nicht viel gemacht. Ich habe gestern angefangen, Immerwelt zu lesen von Gina Showalter. Ich habe mich ja mega auf dieses Buch gefreut. Und ich habe gestern so die erste Hälfte knapp gelesen, also nicht ganz, aber so die ersten 200 Seiten. Und ich muss sagen, dieses Buch ist so komplett anders, als ich es erwartet habe. Zum einen habe ich irgendwie mit einer High-Fantasy-Welt gerechnet. Es ist aber eine dystopische Welt mit Urban Fantasy irgendwie gemischt. Es hat mich am Anfang sehr an die Shatter Me-Trilogie von Tahereh Mafi erinnert, weil dieses Buch beginnt auch in einer Anstalt. Also unsere Protagonistin befindet sich auch in einer besonderen Anstalt für Menschen, die sich nicht entscheiden können, auf welcher Seite sie stehen. Und ja, es ist bisher noch nicht so ultra viel passiert und ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, wie es weitergeht und wie sich das Ganze jetzt noch entwickeln wird. Ich hoffe, dass es sich jetzt noch entwickeln wird, weil bisher hat mich das Buch eher verwirrt als alles andere, was ich ein bisschen blöd finde. Und ja, ist ein bisschen schade. Ansonsten werde ich heute das nicht mehr weiterlesen. Ich mache heute mal einen Tag Lesepause und werde heute Abend entweder noch Coco gucken, diesen Disney-Film vom letzten Jahr, oder Thor 3, die habe ich mir jetzt beide ausgeliehen. Die gab es gestern nämlich bei Amazon für 99 Cent zum Ausleihen. Und ja, einen von den beiden Filmen werde ich heute Abend auf jeden Fall gucken. Mal gucken, welchen. Aber ich denke mal, ich werde Coco gucken, weil mein Freund, der will nochmal zu einem Kumpel mit sich mit dem treffen und kann ich den Film in Ruhe gucken. Und ja, das ist so der Plan. Ach, was ich noch erzählen wollte. Ich habe mir ja den vierten Teil der Heartbreakers-Reihe von Gina Showalter. Den habe ich mir dieses Buch gekauft. Ihr habt es ja beim Auspacken gesehen. Also dieses kleine Mini-Buch, was so eine Kack-Qualität hat. Und ich habe das angefangen zu lesen. Ich bin die ersten 100 Seiten habe ich gelesen. Ich muss sagen, das ist für mich sehr, sehr anstrengend, auf Englisch zu lesen. Ich guck auch nicht jedes Wort nach, was ich nicht verstehe. Solange ich den Sinn des Satzes noch verstehe, ist alles für mich fein. Was halt mir Schwierigkeiten macht, ich versuche immer Wort für Wort das Ganze zu übersetzen in meinem Kopf. Das ist automatisch so drin, was ja aber blöd ist, denn ich kenne ja im Prinzip die Bedeutung der Wörter und muss sie ja nicht im Kopf übersetzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss dieses Englisch lesen und denken so reinkriegen. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich echt Vokabeln lernen müsste im Englischen. Ich weiß sehr, sehr viele Wörter nicht. Und ich habe aber, glaube ich, so das Grobe bisher von der Geschichte verstanden. Bis auf diese eine Sache, was Daniel und Dorothy betrifft. Also, sie möchte ihn gern für einen One-Night-Stand und er lehnt das Ganze dann ab. Und dann macht er, und er ist Chef einer Security-Firma und holt sich dann Informationen über sie ein und bietet ihr dann halt an, das Ganze doch zu tun, dann will sie halt nicht mehr und er merkt halt, je weniger sie ihn will, umso mehr will er sie und inzwischen will er sich sogar schon auf eine Affäre mit ihr einlassen, so, also was Dauerhaftes, und ich habe diesen Sinn nicht ganz verstanden, warum er das jetzt auf einmal möchte. Ich meine, er findet sie toll und er findet sie interessant und alles, aber dieses Warum ist irgendwie an mir vorbeigegangen und das ja, finde ich ein bisschen schade. Ich habe auch diese Sätze, die für mich wichtig waren, die ich für wichtig empfunden habe, nochmal genau durchgelesen, auch nochmal Wort für Wort übersetzt, was ich jetzt, wo ich jetzt vielleicht auch mein Vokabel nicht verstanden habe, aber ja, also richtig 100% Sinn hat das Ganze dann trotzdem nicht gemacht. Das ist halt echt, ne, wenn man Englisch nicht so kann und da voll die Niete ist, so wie ich, ist es halt so. Aber ich gebe mir Mühe und ich will diese Geschichte lesen. Und aber auch da habe ich heute noch nicht gelesen. Ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich jeden Tag so versuche, 30 Seiten zu lesen, dass es nicht zu viel ist, weil das für mich schon sehr anstrengend ist, auf Englisch zu lesen. Ich muss mich da auch mega konzentrieren, habe ich festgestellt. Aber ich werde dieses Buch beenden auf Englisch. Ich werde es schaffen. Ja, also damit habe ich auch angefangen. Die ersten 100 Seiten sind gelesen. Und wie gesagt, bei Immerwelt, die ersten knapp 200 Seiten habe ich da gelesen. Und ich hoffe, dass die Geschichte wirklich noch besser wird, weil bisher bin ich sehr enttäuscht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe da so mit was ganz anderem gerechnet. Und auch von der ganzen Art und Weise her, was dieses Buch betrifft, bin ich ein bisschen enttäuscht, auch was diese Love Story betrifft. Denn ich weiß, Gina Showalter kann mehr. Sie kann definitiv mehr. Sie beweist es ja mit ihren Liebesgeschichten, die sie schreibt. Und auch bei Alice im Zombieland fand ich das alles cooler. Also ja, was das betrifft, bin ich bisher leider ein bisschen enttäuscht. Und ich hoffe, dass die letzten 200 Seiten das noch wuppen werden. Mal gucken. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter zu erzählen. Mehr habt ihr auch nicht verpasst. Es passiert jetzt halt auch immer nicht so monströs mega viel in meinem Leben. Und ja, ich werde jetzt noch die Videos fertig hochladen, was ich hier nur noch um Stunden handeln kann.
okay, das erste Video ist fast fertig. Und ja, dann haue ich mich auf die Couch mit meiner Pizza, wenn die jetzt irgendwann kommt. Und dann wird Coco geguckt, glaube ich. Glaube ich, gucke Coco. Oder Thor. Mal gucken, auf was ich Bock habe. Und ja, morgen früh, das Übliche, fahre ich zu Jenny mit den Hunden, dass sie ein bisschen spielen können. Und dann chill ich morgen Nachmittag mal noch und mache nichts. Und dann muss ich am Montag wieder arbeiten. Und das war's mit Urlaub bis August. Yay! Das heißt, die nächsten 3 Monate jetzt durchschrubben. Bis Tag X am 4.8. Tata! Aber ja, alles wird gut. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Ich höre jetzt auf euch zuzukauen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!